Hallo Leute, was geht's? Ja, ich sitze hier gerade im Schlafzimmer und ich habe gerade was gelesen, Alter. Da musste ich auch erstmal meine Wörter zu dalassen, einfach in Form von Kommentaren. Alter, diese. Moment, ich will es mal. Aschenbecher und so. Mal einen Schluck. Milch trinken. So. Nee, es geht darum, Alter, was ich da gelesen habe, ne? Ich meine, ich habe ja nichts gegen die Leute. Ich habe den ja auch abonniert bei YouTube. Es geht jetzt um jemanden, den ich abonniert habe und der trifft sich irgendwo mit was weiß ich wen und hat den aufgerufen, ja, wer Fotos will, kann da und da hinkommen. Was ich auch gelesen habe, der nimmt Geld für Fanfotos. Was? Ich meine, er ist ein bisschen größerer YouTuber, aber Alter, man kann doch für Fotos kein Geld nehmen, Junge. Das geht nicht. Alter, wenn ich jetzt ein großer YouTuber wäre oder halt ein bisschen Famer wäre, sag ich mal, ich würde doch kein Geld für Fotos nehmen, Junge. Alter, das ist doch. Mann, die Leute freuen sich drüber. Lass denen doch die Freude. Nimm denen doch nicht die Freude, Fotos zu machen, indem du da Geld nimmst für. Alter, das geht doch nicht. Alter. Also manchmal, ne? Das ist ja. Ich meine, Entschuldigung dafür, aber Alter, das geht nicht. Guck mal, der macht schon kaum Videos, also nicht so viele in letzter Zeit. Und nimmt Geld für Fotos? Warum? Stell dir mal vor, du machst zufällig ein Foto von ihm und dir selber, wo du machst dir gerade so ein Selfie, weißt du? Und er ist zufällig mit drauf. Er merkt das und sagt dir dann, ja, Alter, hier, jetzt kriegen wir 15 Euro. Ey. Weißt du, das. Warum? Was soll das? Ich meine, das ist. Es ist ja nicht mal ein Fan. Mal gut, manche würden es machen, ja, ich kann nicht verstehen, aber das muss doch nicht sein. Mann, die Leute, die haben manchmal auch nicht so viel Geld. Das geht nicht. Stell dir mal vor, der und der kommt aus derselben Stadt. Er kommt zu halt dem YouTuber, dem ihm gefällt und der halt Geld nehmen würde für Fotos. Er macht Fotos und so und er fragt ihn, ob er. Er sagt hier, ich will jetzt, ich sag mal, 10 bis 15 Euro oder so. Und er hat das nicht, weil, wo soll er das herkriegen? Ich meine, man handelt das ja auch vorher aus, aber wenn das aus Versehen passiert, wie gesagt, macht man ein Selfie, ohne dass er drauf ist, unbewusst. Und, was? Ich meine, gut, unbewusst ein Selfie machen mit dem YouTuber, mit dem halt, ne? Ist ein bisschen unwahrscheinlich, gebe ich zu, aber was? Ich kann das nicht verstehen. Ich meine, wie gesagt, wenn ich ein großer YouTuber wäre, ich würde auch kein Geld nehmen dafür, dass Leute mit mir Fotos machen. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Es ist doch eine Selbstverständlichkeit. Warum? Ich meine, ich würde mich doch.
wenn mit mir einer ein Foto machen will, weil er mich feiert, soll er das doch machen. Ich meine, ich würde das auch feiern, dass er ein Foto mit mir wollen würde. Das wäre noch eine Ehre für mich, auch selber. Weißt du, das und dafür noch Geld nehmen? Ganz ernsthaft? Ey, ich verstehe das nicht. Ganz ehrlich nicht. Das ist doch blöd. Entschuldigung für den Satz, aber wie geldgeil muss man denn bitte sein? Mal ganz ehrlich. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn man mit YouTube Geld verdient. Das ist eine andere Schiene. Das ist völlig legitim. Nur wenn man hier sagt, hier, Alter, du hast gerade ein Foto von mir gemacht, hier, gib mal 15 Euro, ey. Weißt du? Das ist so... was ist das? Das ist keine Fantreue mehr, das ist... Weißt du, das ist so... Ich meine, der ist ja auch nicht der Einzige, der das macht. Ich finde das scheiße, sowas. Das geht nicht. Weißt du, wenn man schon Fans hat, dann ist das selbstverständlich, dass man auch Fotos mit denen machen will, wenn die danach fragen, ohne da irgendwie Geld zu wollen oder so. Das ist halt... Ich habe da keine Worte für, ganz ehrlich nicht. Ich kann es nicht verstehen, ich muss es nicht verstehen und ich will es nicht verstehen. Weil das ist... Warum? Weißt du, das... Das geht überhaupt nicht. Guck mal, was ich gerade gucke. Sieht man das? Entschuldigung. Ich nehme das gerade auch mal so auf, ohne zu schneiden oder so. Das muss ich einfach mal loswerden, weil ich... Das ist so ein Thema einfach. Das verstehe ich schon wieder nicht, weißt du? Das ist... Weißt du, ich meine, gut, so viele Fans habe ich jetzt nicht, aber... Zum Beispiel, wenn jetzt... Ich sag mal... Ich würde jetzt, zum Beispiel, ich würde es vom Hayskiller, würde ich jetzt in der Nähe wohnen. Oder in der Nähe wohnen, ja. Das würde er auf jeden Fall feiern. Aber wenn ich zum Beispiel bei ihm in der Nähe sein würde oder so und ich würde da irgendwie Bescheid sagen, sei es Video oder sonst irgendwas, und der würde da hinkommen und ich würde sagen, hier für ein Foto 15 Euro oder so. Alter, kannst mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie du da reagieren würdest, aber das würdest du von mir würdest du das nie erleben, weil das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Für mich wäre das eine Ehre, einfach, und sowas kann und will ich nicht verstehen, einfach. Das muss nicht sein, das ist blöd. Das ist so behindert. Und was ich auch nochmal loswerden muss, bald kommt wieder Super Mario World. Mhm. Und zum anderen, ich habe wieder einen Top-Bio-Rhythmus, Alter. Einen Top-Bio-Rhythmus habe ich schon wieder. Warte mal kurz. Es ist 5.55 Uhr und ich bin immer noch wach. Ich sollte eigentlich schlafen. Vorgestern Abend bin ich 23 Uhr ins Bett gegangen und habe extra die Nacht durchgemacht, um einen normalen Biorhythmus wieder zu haben. Und ja, von 23 Uhr bin ich halt bis 17 Uhr habe ich halt wieder geschlafen. Bis 17 Uhr. Das sind 18 Stunden. Wie kann man 18 Stunden schlafen, Junge? Und ich
Wie konnte ich 18 Stunden schlafen? Das verstehe ich wieder nicht. 18 Stunden geschlafen, Alter. Ich hätte verstanden, wenn ich bis um 12 geschlafen hätte oder ich weiß nicht, bis 14 Uhr oder so, aber bis 17 Uhr, ernsthaft? Boah, ey. Mann. Mein Biorhythmus wieder, ist, den wieder hinzukriegen, das ist immer schwierig. Das kann immer Wochen dauern einfach. Nee, das ist so behindert. Na gut. Wollte ich einfach nur loswerden und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren. Und sonst würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao. Kann ich da...